rustig hier oben. Hausschuhe. So, jetzt gehen wir über diese Gasse runter. Ganz interessant. Flensburger Förde, ein Teil von der Ostsee. Oben sieht man noch ein großes Schiff, scheint gerade in der Reparatur. Schöne alte Schiffe. Wirklich noch ein großes Schiff. Leider kann ich nicht ausfindig machen, was es für eines ist. Vorne dran das kleinere kommt aus Russland. Da sind wir bei den Stadtwerken von Flensburg. Da wird Strom gemacht. Ich bin da in einem kleinen Park angelangt, wir sind schon außerhalb von Flensburg. Hier bin ich jetzt vor den Schelten. Das sind Übernachtungsplätze. Da kann man drin schlafen. Das ist noch praktisch. Ich werde jetzt hier mein Mittagessen einnehmen. Das ist doch Dänemark. Doch noch ein steiler Aufstieg. Das nicht gedacht. Hier auch so steil hoch geht. Mal einen Blick zurück.
doch wieder oben. Schönes kleines Tal. Da könnte es noch glatt sein. Hier ist wieder ein Shelterplatz zum Übernachten. Ein großer Platz da. Die ersten Häuser in Dänemark. Ganz eine schöne Gegend, es ist sehr interessant hier. Das Zeichen vom Gendarmenpfad, den ich jetzt da mache. Mit diesem Pfad einen großen Teil folgen. Da sind früher die Grenzwächter auf diesem Weg gegangen. Haben hier die Grenze bewacht zwischen Deutschland und hier in Dänemark. Schöner Blick hier auf die Gegenseite nach Deutschland. Übrigens, da drüben bin ich vor x Jahren schon mal durchgewandert für den Weg, den E1, wo ich jetzt dann schon zum Schwarzwald komme. Schon etliche Jahre her. Schön, zum Strand entlang zu gehen. Sehr viel Spaß. Ein schöner Weg. Ganz toll. So, zwischen dem Schilf durch. Draußen ist das Wasser doch schon ein bisschen unruhiger als auf dem Flensburg oben. Riesige Meeresahnen hier, ja. Diese Flensburger Förde. Diese zwei schöne Inseln da. Und hier geht es jetzt schon wieder, ja, ziemlich breit. Wirklich schön hier in diesem, ich weiß nicht, ob man da schon Fjord sagen kann.
zu laufen.